Ja, Gott sei Dank kann ja jeder im Fußball seine eigene Meinung haben. Aber erstmal möchte ich überhaupt großen Respekt den Jungs zollen, dass sie hier Alemannia Aachen zumindest am Rande hatten, auch wenn wir letztlich kein Tor geschossen haben, aber eine unglaublich große Leistung gebracht haben. Auch ein Dank an die vielen Zuschauer, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, die da hier zahlreich erschienen sind. Ich würde mir manchmal am Wochenende mehr wünschen, auch wenn die Aachener natürlich sehr viele Zuschauer mitgebracht haben. Was selbstverständlich ist für so einen großen Traditionsverein, tolle Sache. Ja, ganz runde Sache, finde ich, wunderbar. Das ist so als Organisationsleiter mit dem Dietmar Butzke. Ja, wir wussten, dass hier ein ekelhafter Gegner auf uns zukommt, die ähnlich spielen wie wir, in jeden Zweikampf reingehen. Und ja, das mussten wir annehmen, das haben wir getan. Klar hatten wir in der ersten Halbzeit, genauso wie Euskirchen, ein, zwei Chancen, die wir hätten verwerten können. Zweite Halbzeit machen wir dann kurz nach der Halbzeit direkt das Tor, was uns wahrscheinlich auch ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Zum Ende hat man gemerkt, dass Euskirchen so ein bisschen die Puste ausging. Wir legen das 2-0 nach und ja, dann gehen wir hier als Sieger vom Platz. Als Trainer sage ich, und daher darf ich ja Gott sei Dank noch meine eigene Meinung sagen, ich muss nämlich jetzt mal auch durchatmen. Ich sehe in der ersten Halbzeit von meiner Trainerbank eine klare Tätlichkeit gegen unseren Spieler Buri Mehmeti vom Spieler Mohr. Ich sehe die so, habe das dann auch genauso angemerkt und werde vom Schiedsrichter davon zurechtgewiesen. Ich sehe auch ganz klar, ich bin mal gespannt im Video, ob man das sieht, wie Dominik Beer in den 16er reinzieht und die Hand, ich glaube von Peter Hackenberg, von der Nummer 24 war es, die Hand geht raus, um ihn aufzuhalten, auch wenn es nur kurz ist. Aber das ist für mich Elfmeter, genauso wie in der zweiten Halbzeit beim Stand von 0-1, als Rico Rollepatz Richtung 16er läuft und von hinten festgehalten wird, wo am Ende dann nur noch ein schwacher Schuss rauskommt. Das meine ich damit, dass du auch einfach in solchen Situationen mal Glück haben musst. Und so wie die Alemannia ja schon vor dem Spiel sagt, sie hatten bisher immer Pech mit dem Schiedsrichter, weil die letzte Niederlage aus dem Pokal aus in der Hahn hat er gepfiffen. Weiß ich nicht. Ich will nicht von Pech oder Glück sprechen. Ich finde es halt schade, dass es so ist. Ich muss mir sicherlich dann nochmal angucken. Und das meine ich mit, ich bin traurig, dass die Leistung, die Jungs gebracht haben, deshalb nicht belohnt wird. Damit schmälert sicherlich nicht die Leistung von Alemannia, auch nicht das Tor, das Kopfballtor, was sie machen, machen sie auch clever, regelgerecht. Ne, die Bälle gehen links über die Torlatte und sie machen dreimal den Eckball von rechts. Alles in Ordnung, das ist halt dann die Cleverness von Profis. Ja, das Spiel war für uns ein super Erlebnis, hat total Spaß gemacht, einfach hier 90 Minuten gegen einen super Verein zu spielen mit so einer Kulisse. Im Endeffekt natürlich schade, dass uns der ganz große Coup da nicht gelungen ist. Wir können aber als Verein einfach stolz auf unsere Leistung im ganzen Pokalwettbewerb sein. So weit es zu schaffen, als Mittelrheinligist und auch schon Bonner SC, Regionalligisten auszuschalten. Also ich kann den Jungs von uns nur ganz großen Respekt zollen und ich bin einfach froh, in dieser Mannschaft zu spielen und dass wir auch heute einen guten Kampf geliefert haben, der am Ende leider nicht belohnt wurde.